I'm made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Boom Lyrics Aufstieg featuring Crush4Defic89. Eigentlich sollten wir jetzt hier an der Stelle bei der Turtle-Insel weitermachen, aber ich bin nochmal in Lyrics Vergangenheit zurückgekehrt, denn wie wir bereits am Ende des letzten Parts feststellen mussten, haben wir sozusagen bei der Turtle-Insel die schlechte Zukunft erzeugt, da wir hier nämlich bei Lyrics Waffenfabrik nicht, wie uns der Turtle oder die eine Schildkröte in Cliffs Ausgrabungsstätte mitgeteilt hat, also oder aufgetragen hat, einen seiner Vorfahren finden konnten oder ihn selbst aus der Vergangenheit, wo ich nicht glaube, dass er über 1000 Jahre, ach keine Ahnung, jedenfalls hat uns ja den Auftrag gegeben, Gesundheit Tails, dass wir in der Vergangenheit, dass wir nochmal durch die Zeit reisen müssten und dafür sorgen sollten, dass die schlechte Zukunft, die der Turtle-Insel bevorstehen müsste, verhindern können. Und ja, dazu gibt es hier nämlich einen geheimen Raum. Da muss man nämlich Computer aus dem Weg räumen und da findet dann sich hier eine geheime Tür. Da habe ich mich nämlich doch mal darüber informiert. Ihr habt es mir leider Gottes nicht in den Kommentaren gepostet. Schämt euch, dass ihr so schreibfaul seid. Ich bin ja nicht kommentargeil, weil da hättet ihr vielleicht mehr Tipps geben können zu dem Spiel. Und das hätte ich mir dann vielleicht... Dann hätte ich vielleicht das Informieren mich ersparen... Da hätte ich mir vielleicht das Informieren ersparen können, ne? Wisst ihr? Naja, was soll's. Jetzt haben wir es ebenfalls gefunden. Weil... Ich bin auch deswegen zurückgekehrt, weil man kann nämlich über die Karte zu altbekannten Orten oder zu aktuellen Orten oder zu den Ort, wo man zuletzt war, wieder zurückporten und auch... Allerdings muss man dafür auch die ganzen Missionen, die man dort bestritten hat, auch wieder von vorn machen. Das heißt, ich muss auch hier die ersten Rätsel wieder lösen, bevor ich hier wieder bis an diese Stelle kam. Hey, das ist der Schildkrötentyp. Hey, bist du gerade dabei, Samen zu säen? Ja, ich benutze Bäusenbeerensamen. Steht da nicht zufällig Läusebeerensamen? Hotzblitz! Stimmt! Hier steht ja was mit Läusen! Ich hätte fast einen Riesenfehler gemacht. Vielen Dank für den Hinweis. Auweia, das wäre ja fatal gewesen. Woher wusstest du das denn? Sagen wir mal, jemand, der dir nahe steht, bat uns, dir zu helfen. Wer immer das ist, die Person hat mein Leben gerettet. Lol, so einfach wäre das gewesen. Aber egal. Nehme ich mal das Blasenschild, ist jetzt völlig egal. Und das werde ich aber nicht ausrüsten. Gut, dann haben wir den Typen mal so gefunden und dafür gibt es auch eine kleine Schatztruhe, die wir hier vorhin noch gar nicht bekommen haben. Na gut, jetzt gucken wir uns mal an, ob wir, ob das jetzt gespeichert bleibt und ob wir jetzt auch gleich so wieder zur Turtle-Insel zurück... Trödel-Insel, ich wollte schon sagen Turtle-Insel, Trödel-Insel zurückkehren können. Okay, und ob dann auch jetzt das als geschafft gilt. Schauen wir mal, ob das hoffentlich der Fall ist. Gucken wir uns das mal an. Dieser Ort ist umwerfend. Kaum zu glauben, dass Lyric ihn immer zerstören wollte. Lyric wird von seiner Wut geblendet. Er weiß nicht, wie wichtig das Gleichgewicht zwischen Umwelt und Technik ist. Müssen wir wieder den Speedbereich machen gegen Lyric und Eggman? Anscheinend. Oder kommen wir einfach so hin. Oh. Aufgepasst. Oh, ja, leider zu spät. Au, Mann. Es ging total in die Hose. Ja, kannst du dich wenigstens festhalten? Dankeschön. Ach. Manchmal läuft's und manchmal läuft's eben nicht. So ist es halt. Oder nein, das ist eigentlich nicht der Speedbereich gegen Eggman und Lyric, oder? Ich glaube, der Eggman hat sich schon eine Weile bedeckt. Jede Wette, bald taucht er auf. Hier war ich ja noch gar nicht an der Stelle. Okay, entdecken wir mal hier wenigstens an der Stelle mal was ganz Neues. Gehen nur diese Plattform mehr auf? Achso, wollte gerade sagen. Hey! Amy,
Mann, bist du immer noch da hinten? Was machst du denn? Sei vorsichtig, das ist gefährlich. Das sehe ich auch, Amy. Was zum Teufel? In Gottes Namen. Da habe ich doch tatsächlich einen Bug erzeugt. Ich glaub das ja nicht. Jetzt muss ich tatsächlich wieder hin und her wechseln. LOL. What the fuck ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Komm schon. Das ist ja wirklich der bescheuertste Bug, den ich jemals gesehen habe. Jetzt habe ich tatsächlich das Spiel gecrashed. Ich dachte ernsthaft, diese Bugs würden hier den Spielverlauf nicht stören. Dass sie nicht so schlimm sein wie in Sonic 2006. Ja, da habe ich mich anscheinend jetzt brutal getäuscht. Hey, ist das ein... Du Zazan, was war das denn? Klingt so, als würde jetzt gerade der Checkpoint verbuggt sein. Oh je, Mini. Also meine Meinung über das Spiel wird langsam auch nicht mehr gut. Kann ich das nicht überspringen, Mann? Oh. Na prima. Das kann man gar nicht mal überspringen. So, gib dieses Mal Amy, weil sie hat ja den Dreifachsprung drauf und... Warum zum Teufel ist sie da... Hat sie da wieder abgebremst? Ja, da habe ich ja schon... Das Ding. Au. Das lerne ich aber auch nie. Sei vorsichtig, das ist gefährlich. Das sehe ich auch. Man halt dich fest. Oder, ja, bitte jetzt nicht wieder den Bug. Dankeschön. Oh, meine Fresse. Wow. Aber dann verpasse ich wirklich die Krone oder was? Oder komme ich dann noch zu dem Ort mit der Krone? Ach nein, da habe ich denn dann verpasst, als ich diese Seilrutsche genommen habe. Ich verstehe schon. Hätte ich mal endlich da fest... Ah. Was zum Teufel in Gottes Namen, ey. Das Spiel... Ah. Macht mich jetzt an... Will mich jetzt anscheinend wahnsinnig machen, oder was? Bitte jetzt nicht wieder den Bug. Bitte, bitte, bitte. Dankeschön. Oh. Alter. Meine Fresse. Jetzt kommt er gar nicht mehr zurecht, oder was? So, dieses Mal lande ich da. Okay. Da komme ich dann leicht und so leichter dann nach oben. Und mit den drei Sprungen, da geht es wirklich einfacher. So. Hapsala. Ach. Oder auch nicht. So. Come on. Da will ich jetzt zu der Krone hier. So. Hapsa, komm. Schneller. Oh. So. So, diesmal kriege ich das Teil. Dankeschön. So, ich hoffe, dass ich dann... Oh, endlich hier weiter kann. Natürlich nicht, dass wieder so ein bescheuerter Bug wie zuletzt noch kommt. Das wäre jetzt echt purer Fail. Na, komm doch hoch da, Mädel. Bleibt die da tatsächlich stecken? Oh Gott, der Weg da zurück, der ist extremst nervig. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt offscreen machen soll, weil, wenn das jetzt so läuft, die ganze Zeit über... Mann! So, halte ich jetzt bloß da fest. Halt dich fest, Mann! Was ist denn das? Das Ding hat sich doch weggedreht. Ich drehe langsam durch hier. Was ist das für eine Kacke? Oh, Mann! Ja. Ach, bitte nicht glitschen, bitte nicht glitschen. Da habe ich jedes Mal Angst vor diesem Bereich. Nein, diesmal überspringe ich das. Diesmal gehen wir mal hier weiter.
Aber bitte nicht durchglitschen dabei. So, Seilrutsche. Dann bleibt mir der Weg dadurch erspart. Und jetzt bitte, ohne dich dabei zu verletzen bei den Dingen. Ja, oh, Gott sagen. Ja, wurde auch langsam Zeit. Es geht mir schon echt auf den Keks hier. Moment mal, ist es nicht dieser eine Bereich, den wir schon mal hatten? Oh Mann. Naja, oder? Das ist doch hoffentlich jetzt, ich weiß es gerade nicht. Wenn sich das immer die Ladezeit mal beeilen würden. Oh nee. Oder? Oh nein. Ich glaube, das muss ich offscreen machen. Wir sehen uns. Bis gleich. Wir haben offenbar ein Publikum. Okay, jetzt sind wir endlich wieder an Ort und Stelle angelangt. Oh, meine Fresse. Ich hoffe nur, dass dieser eine Erfolg gespeichert blieb. Oh. Moment mal. Die Truhe habe ich doch damals geöffnet, nicht wahr? Der hier stürmt los. Aufgepasst. Hey, schaut euch an, wie groß dieses Tor ist. Aber den Schatz habe ich bekommen. Habe ich die Truhe vergessen zu öffnen? Da kommt er. Okay. Kämpfen wir erstmal gegen die Roboter hier. Die anderen kommen hinterher, damit ich gleich zu ihm wechseln kann, weil mit Tails allein möchte ich da jetzt nicht kämpfen. Ey, du Spack. Die springen einfach runter. So kleine Spackos seid ihr eigentlich. So, hier. Kassiert ihr! Kleine Spackofatze. Bam, bam. Und zack. Ja, das hast du davon, wenn du einfach so in Sonics Schockfälle reinläufst. Noch einen aufladbaren Angriff. Der ist noch umso effektiver. Alter. Die kleinen Spackos springen ständig an. So, kommt nur her. So, hier. Bam. Aufladbar. Griff. So. So, dass er endlich mal down geht. Wie viel sind noch übrig? War das der letzte? Ja. Endlich. Oh, ich vermute mal, wir haben die Mission erfolgreich erfüllt. Oder? Sind die Pflanzen weg? Ja, sieht viel besser aus hier. Mein Leben könnte nicht besser laufen. Ich bin die glücklichste Schildkröte der Welt. Was für ein schönes Leben ich doch habe. Es hat wohl funktioniert. Wenn man genau darüber nachdenkt, wie das Raum-Zeit-Kontinuum funktioniert, ist es beinahe unmöglich, dass... Ach, mach, dass er aufhört. Sei still. Tails, es sind auch die kleinsten Dinge im Leben, die die Welt verändern können. Nice, also die Mission haben wir mal erfolgreich. Das ist mal ein riesiges Horn. Ich bin gespannt, wie das wohl klingt. Möchte er es tatsächlich pusten? Ja, garantiert. Und den werden wir den Marsch blasen. Der war gut. Ein echter Schenkelklopfer. Ernsthaft. Oh je. Was ist denn das für einer? Was? Ein Knopf? Nein, das ist eine Fernbedienung. Wie soll denn die gut sein? Ach du Kacke. Okay, das ist eine Selbstzerstörung. Also ein Zerstörungsknopf oder was? Haha. Okay, aber jetzt können wir uns mal auf dieser Insel besser umgucken, weil vorher war sie noch durchwuchert von jeder Menge giftiger Pflanzen. Ich meine, ja, ihr hättet mir ruhig in den Kommentaren posten können, dass da... dass dort die... Okay, können wir öfters Ringe rausholen da? Ja, nicht schlecht. Mir ruhig in den Kommentaren posten können, dass ich diesen einen Typen hier übersehen hätte.
Jetzt müssen wir mal gucken, was hier los ist. Also, dass ich diesen einen Schildkröterich in der Vergangenheit hier hätte finden können. Naja, was soll's. Was hat man halt davon, wenn man schreibvoll ist, ne? In letzter Zeit bekomme ich eh kaum noch Kommentare oder kaum noch Aufrufe. Ich mache das gerade an meinen Videos selbst bei Pokémon. Gucken so manche keine Videos oder Super Smash Bros. Da sieht kaum jemand meine Videos. Vielleicht sieht auch jetzt hier keine Videos. Ich sehe noch nicht mal Daumen bei meinen Videos, gar nichts. Eine ganze Woche lang. Da frage ich mich, was da los ist. Sind echt alle jetzt untreu geworden? Oder nur weil andere Let's Player das auch schon Let's Playen, deshalb ist es bei mir jetzt uninteressant? Gib mal dein Zeug her. Und weg. Was ist das jetzt? Hey, warte mal, ich werde das einsetzen. Okay, lol. Okay, weg damit. Ich möchte mich hier erstmal so ein bisschen umgucken. Muss mich jetzt mal hier zurechtfinden. Wir können uns hier jetzt in aller Ruhe umsehen, da jetzt alles in Ordnung ist. Was ist mit dir? Das ist wahrscheinlich der eine Forscher von vorhin. Also vom... mit dem wir sprechen mussten, damit, dem Dorf hier dieses bittere Schicksal erspart bleibt. Also dieser Insel hier. So. Push the button. Okay. Was habe ich damit jetzt erzeugt? Sorry. Gesundheit. Letztes Mal muss ich jetzt ziemlich oft niesen. Oh. Na, okay. Also, wir haben jetzt schon mal die Insel ein bisschen umrundet. Jetzt gucken wir mal hier. Ah, da gibt's eine Krone. Jumper. Ah, das Ding braucht man für die Homing Attack. Oh Mann, das habe ich total vergessen. Hab ich den Kopf und dürfen nur mehr drücken? X, oder? Ja. Genau. Ganz easy. Und simpel. Wow. So. Jetzt möchte ich aber nur noch an die Krone hier rankommen. Nice. Das kann ja nicht immer so einfach sein. Hm? Ja, natürlich nicht. Bleib da oben. Was ist hier? Eigentlich nichts. Das ist wahrscheinlich nur zum... nur so eine Art Zwischenstopp. Achso, hier lang müsste ich. Oh. Das sollte eigentlich nicht passieren. Da will ich wieder hoch, Mann. Aber da merkt man doch, dass dieses Spiel wirklich nicht ganz so gut ist. Ach, falscher Knopf, Mann. Ja. Da merkt man, dass dieses Spiel doch wirklich sehr viele Schwächen besitzt. Muss man leider Gottes sagen. Ich hab doch X-Knopf gedrückt. Wieso macht er jetzt nicht die Homing Attack auf den... auf die nächste Kugel? Ah. Mann! Jetzt funktioniert das gar nicht mehr, oder was? Das nervt nur noch ab hier. Ja. So, Trampolin. Und hier. Und zack, und zack. Und bam. Und noch hier. Und fertig. Schon sind wir endlich da oben angelangt. Wahrscheinlich bringt das hier noch nicht mal was. Da drin scheint was zu sein. Aber wie komme ich da rein? Wo ist der Eingang? Da ist er. Na, hier gibt es auch nur ein paar kleine Ringe. Okay. Versuchen wir mal da nach oben zu kommen. Das müsste bestimmt, ich schätze mal, das wird hier bitte nötig sein, dass wir kommen. Dass wir hier oben... dass wir nach oben können. Ah. Da können wir diese eine Roboschildkröte drin bewegen. Genau so. Einer geschafft. Ah. Müssen wir ein Schalterrätsel machen, oder was? Okay, hier ist Amy vonnöten an der Stelle. Also, übernimm mal bitte.
Hoch da, Mädel. Na also. Diesen Bereich kann wohl nur ich erreichen. Sieht ganz so aus. Also. Die sind so schön. Rappala. Nein, nein, Amy, was machst du? Oh, du Pfeife. Come on, Amy. Was bist du denn für eine Akrobatin, wenn du das noch nicht mal so eine simple Sache hier hinkriegst? Alter, bleib dumm! Mann! Okay. Ah. Und schon wieder so ein nerviger Bereich. Meine Fresse. Darauf zu landen ist echt schwierig. Wenn da jetzt noch solche Bereiche kommen, wo man garantiert rüber muss, weil man ansonsten dabei stirbt und dann der Stelle nochmal von vorne beginnen muss. Hey, ey, was soll das? Ich bin dagegen gesprungen. Oh nein. Also ein Fehler und man muss da wieder von vorne machen. Das ist echt kacke. Meine Fresse. Oder reicht nur ein einziger Sprung, mein Gott. Bin ich blöd. Ich hab's mir da nur so unnötig schwer gemacht. So, hoch da, Mädel. Und da auch. Mann, die Kamera, wie die da rumbackt. Ja, was soll das? Ich berühre das doch, oder nicht? Muss ich da extra noch einen Streisprung machen, damit du da hochkommst, Mädel? Herrgott, nochmal. Also auf Dauer ist das nicht mehr lustig für mich. Also Zeit, dass du da nicht mal rüberkommst. Halt dich doch da fest, ich berühre das doch. Wenn ich es berühre, müsste sie sich automatisch da festkrallen. Amy. Mann. Nervt das wieder. Oh Mann. So. Bitte. Jetzt möchte ich das aber hinkriegen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. So, jetzt aber endlich kommt sie da hoch. Wow. Auf einer der Windmühlen ist eine Krone. Da braucht's Timing. Um sie zu bekommen. Bloß gut, dass sie so schwingen, so oft schwingen kann. Yes! Alles perfekt. Und jetzt noch darüber. Yes, Mann. Gut gemacht. Endlich. Wie sie hier funktioniert. Na gut. Dann mache ich doch lieber mit Tails weiter. Ich habe so das Gefühl, dass das hier für Tails geeignet ist. Ich weiß auch nicht, warum. Was ist das? Achso, das ist die eine Waffe. Mich, warum man die ausgerechnet hier hat. Das Ding scheint aber außer Betrieb zu sein. Muss man wohl hier einschalten. Oder? Hä? Nein, hier geht's nicht rein. Ne? Wie können wir das hier einschalten? Weil wir müssen da mit Tails hoch. Hallo? Hallo? Na, ja, dann machen wir doch lieber mit Knuckles weiter. Vielleicht kann ja das Ding in Betrieb setzen und gleichzeitig auch den einen Schalter zum. Diesen einen Schildkrötenschalter zum Horn bringen. Da war irgendwo ein Kletterbereich für ihn. Aber wo war er jetzt nochmal genau? Hier haben wir was mit Betrieb gesetzt. Haben wir damit die Stangen, die diese. Stangen für Amy, ungefähr. Ah, hier. Hier können wir klettern. Hey, ich kann da raufklettern. Was du nicht sagst. Na dann. Tu deinen Job, du Kletteraffe. So. Und hoch da. Ey, ich sag dir hoch. Ich drücke nach oben, nicht nach unten. Herrgott, was ist das denn? Hallo, ich drücke nach oben, nicht nach unten.
Oh Gott, das ist eine blöde Steuerung. Nein! Ich hab B-Knopf. Ich bin so blöd. Ich wollte den Felsen zerstören. Ach Mann. Muss da nach unten drücken. Muskelkraft siegt immer. Eigentlich nicht immer. Gott, das ist eine Scheißsteuerung hier. Da steckt man manchmal irgendwo fest. Alter, ist das eine Scheiß-Kacksteuerung. Da muss man wirklich genau drücken. So, jetzt bin ich da oben. Bling. Okay. Oh, mach das hier mal kaputt. Gibt es ja eigentlich nur Ringe dafür, aber vielleicht versteckt sich auch irgendwas da drin. Kannst du nicht zielen? So, sind wir hier durch? Noch nicht ganz. Es geht noch weiter nach oben und da gibt's nichts. Ruhe! Hey! So. Weniger Abstürze bitte wären echt nett. So. Hier bin ich am besten ein bisschen vorsichtig. Weil ich möchte da diese Stelle nur unnötig ungern wiederholen hier. So. Die nächste Krone. Schau in die Krone. Ja und? Wo geht's jetzt hier weiter? Oh, okay. Hören alle mir. Ja. Schön für dich. Brauche ich auch nicht. Behalt die ruhig, ne? So, runter mit dir. Ein Klacks. Wär beinahe wieder schief gelaufen, ne? So. Ha! Endlich! Hier ist alles verbunden. Endlich! Ach so! Okay. Tails macht den Abschluss. Verstehe. Ich hab's mir noch irgendwie gedacht, dass das ausgerechnet. Das ausgerechnet Tails dann einen Abschluss hier machen muss. Jetzt muss ich nur noch hier dafür hochkommen. So. Ja. So einfach geht das. So. Ah. I believe I can fly. Hey. Ach, Tails. Was machst du denn schon wieder für Sachen? Hoch mit dir. Und bleib jetzt auch da oben. Ach. Wo ist bloß seine gute alte Flugfähigkeit hin, die er immer seit der Sonic-Reihe hatte? Die ist jetzt total futsch. Alter, Mann! Bleib doch mal da oben. Hallo, hallo. So, jetzt möchte ich da aber nach oben. Bitte. Danke. Hey, der Kleine hat es tatsächlich da hochgeschafft. Cool. Das war super, Tails. So. Jetzt ertöne ich mal das Horn. Und wir kommen hier weiter. Und wo sind wir jetzt? Okay. Reisen wir wieder übers Wasser? Du Narr. Du hast mich einmal mehr enttäuscht. Es ist Zeit, diese Partnerschaft zu beenden. Ich wollte dir gerade das Gleiche vorschlagen. Gestatten, Metal Sonic. Meine Erfindung, dein Untergang. Du bist nicht der Einzige, der Roboter bauen kann, weißt du? Schon wieder dieser Brustkreis? Wir haben's kapiert. Ich meine, jetzt gibst du einfach nur an. Im Ernst? Nun, Metal Sonic, ich werde deine Programmierung upgraden. Und dann wirst du etwas für mich erledigen. Oh Gott, Lyric hat Metal Sonic unter Kontrolle gebracht. Ah, je, oje, oje. Nicht gut. Das heißt also, der nächste Boss wird Metal Sonic sein. Oh Gott, jetzt habe ich auf Speichern beenden geklickt. Ich wollte nämlich nur schon normal speichern. Ah, ich bin blöd. Hoffentlich komme ich da wieder an der Stelle zurück.
Weil die Rätsel müssten eigentlich jetzt gespeichert bleiben, hoffentlich. Da war jetzt noch ein Checkpoint an der Stelle. Ha, ja, sorry. In diesem einen Fail. Ich dachte, ich könnte hier normal speichern. Ich habe gerade eben Pokémon aufgenommen und ja, da kann man ja immer außerhalb der Kämpfe eigentlich immer normal speichern. Sorry. Na gut. Wir haben offenbar. Nein, oder? Muss ich das Ganze wieder von vorne machen? Ernsthaft? Die öffnen sicher das Tor, wenn wir diese Typen alle ich mach das dann offscreen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Stelle, wo ich zuletzt aufgehört habe. Wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Fortific geht hinein. Sorry, das war jetzt ein ziemlich stranger Part. Aber wenn es draußen gefallen hat, bitte um einen Daumen nach oben. Bitte, bitte. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Hoffentlich seid ihr wieder mit dabei. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.